Hälfte, was denn die Zuwanderung mit dem Sozialstaat und mit den Arbeitsplätzen zu tun hat. Und da wir ja sachlich reden wollen, werden wir das ein bisschen ausleuchten, was das damit zu tun hat. Wenn wir heute gehört haben vom Minister, dass man 20.000 neue Arbeitsplätze schaffen will mit neuen Programmen und neuen Ideen, aber auf der anderen Seite in einem Jahr 100.000 neue Zuwanderer ins Land lässt, dann kann sich wahrscheinlich jeder ausrechnen, dass es sehr wohl etwas damit zu tun hat. Und wenn man dann sagt, man will die Pensionen retten, indem man Zuwanderer ins Land lässt, indem man ganz bewusst aus allen möglichen Ländern Menschen anlockt, die dann hier unsere Pensionen zahlen, dann muss man auf der anderen Seite die Frage stellen, ja, können diese Menschen diese Pensionen überhaupt zahlen? Und wenn dann der Chef des AMS, der Herr Kopf, sagt, dass 80% von jenen, die da jetzt gekommen sind, in 10 Jahren immer noch arbeitslos sein werden, dass 80% ungebildet sind, dass manche nicht einmal lesen und schreiben können, dann weiß man, dass diese Menschen niemals unsere Pensionen zahlen werden. Ganz im Gegenteil, diese Menschen werden zusätzlich noch das Sozialsystem belasten. Und deshalb ist es nicht egal, ob wir auf der einen Seite diese Türen offen lassen. Denn genau das ist die Frage, die wir klären sollten. Wollen wir weiter die Tür offen lassen? Wollen wir weiter jeden reinlassen, der rein will, mit den Problemen, die wir dann haben? Und die Regierung hat jetzt ein Programm geschmiedet, wo man sagt, okay, wir schicken wieder alle zurück, die hier nicht bleiben können. Aber das passiert nicht. Und das passiert deshalb nicht, weil es gewisse Schlupflöcher gibt, die von gewissen Menschen ausgenutzt werden. Ich sage nur ein Beispiel. Wir hatten jetzt eine Massenvergewaltigung von Irakern. Iraker können zurückgeschickt werden, wenn sie keinen Asylgrund haben. Sobald aber Iraker eine Frau in Österreich vergewaltigen, können sie lebenslang nicht mehr zurückgeschickt werden. Warum? Denn im Irak steht auf Vergewaltigung die Todesstrafe. Und deshalb ist es nicht zumutbar, diesen Menschen zurückzuschicken. Nur, dass man mal ein bisschen versteht, wie die Logik dieser Regierung funktioniert. Das heißt, wir schaffen eine Regelung, wo wir jemanden belohnen, der eine Straftat begeht, weil er dann nicht mehr abgeschoben werden kann. Und genau diese Mechanismen sind das Problem, vor dem wir stehen. Und ein anderes Beispiel. Wir hatten im Jahr 2015, 5.000 Freiwillige ausreisen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der das organisiert, und der sagt mir, das ist total eigenartig. Da kommen Menschen also aus Afghanistan, aus dem Irak, die sind einen Tag hier in Österreich. Und dann wollen sie freiwillig ausreisen, bekommen Geld und fahren wieder nach Hause. Und sie konnte sich das gar nicht erklären, bis sie dann nachgeforscht hat. Wissen Sie, was der Hintergrund ist von solchen freiwilligen Ausreisen? Das sind die Schlepper. Das sind die Schlepper, die nach Österreich gekommen sind, die 20 Leute im Gepäck hatten oder mehr, die dann einen Tag hier sind, ihre Arbeit erledigt haben, dann Geld von Österreich bekommen, um nach Hause zu fahren, um die nächste Truppe zu holen. Nur, dass man mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was hier abgeht in unserem Land. Und das ist das Problem, vor dem wir stehen. Und die Politik schaut weg. Die Politik schaut weg, anstatt dass sie hinschaut und sich vor die Bevölkerung stellt. Und zwar schützend vor die Bevölkerung. Denn die Bevölkerung erwartet sich von der Politik, dass wir Fehlentwicklungen eindämmen. Und jetzt gibt es natürlich Menschen, die Schutz suchen. Und es gibt Menschen, die verfolgt sind. Und es gibt Menschen, die auch bei uns Asyl brauchen. Aber das sind nicht 100.000 im Jahr. Das sind auch nicht die Obergrenze 40.000 im Jahr. Das sind ganz, ganz, ganz wenige. Das sind vielleicht 1.000 oder 2.000 im Jahr, die tatsächlich Schutz brauchen. Der Rest kommt über viele, viele sichere Länder und sucht sich einfach das Land aus, das ihm die besten Möglichkeiten bietet. Und das ist nun einmal Österreich, Deutschland und Schweden. Und jetzt geht es nicht darum, dass wir unser Sozialsystem runterfahren, das auch viele angeregt haben. Ja, dann machen wir doch unser Sozialsystem für alle schlechter. Nein. Die Frage in einem Sozialstaat ist immer, wir können nur dann ein Sozialsystem erhalten, wenn viele Leistungen erbringen und wenige, die es wirklich brauchen, diese Leistungen in Anspruch nehmen. Und sobald alle diese Leistungen in Anspruch nehmen wollen, dann ist es wie bei einer Versicherung, das kollabiert. Und das muss man mal verstehen. Und Sie, Herr Minister, haben das anscheinend noch nicht verstanden. Weil Sie auf der einen Seite Maßnahmen setzen, um Beschäftigung zu machen, um auch neue Wohnungen, um den Sozialstaat zu erhalten. Und auf der anderen Seite lassen Sie eine Tür sperrangelweit offen, die genau das konterkariert. Und deshalb, Herr Minister, Sie sind in Wahrheit der Totengräber eines Sozialstaates, von dem Sie vorgeben, ihn erhalten zu wollen.
Das ist genau das Problem dieser Regierung. Die SPÖ stellt sich immer hin und sagt, wir wollen den Sozialstaat erhalten, und auf der gleichen Seite machen sie eine Tür auf, die genau diesen Sozialstaat umbringt. Und das muss aufhören, und das erwartet sich die Bevölkerung, und das erwarte ich mir auch von einem ordentlichen Minister. Danke. Die Politik soll sich endlich schützend vor die Bevölkerung stellen und die Zuwanderung radikal beschränken. Das Sozialsystem wird sonst zusammenkrachen, sagte Robert Luger vom Team Stronach.